Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, mein Lieblingsformat, Sie kennen es bestimmt schon. Ich möchte heute mit Ihnen ein Thema durchgehen, also für Sie, mit meinem Gast selbstverständlich, den ich Ihnen gleich vorstellen werde. Und zwar geht es darum, wie wir erfolgreich werden können, erfolgreicher werden können, und zwar in Bezug im Verkauf, ganz konkret im Verkauf. Denn wenn wir erfolgreich sind, dann sind wir auch glücklicher, wir haben mehr Geld auf der Seite, mit mehr Geld können wir uns mehr leisten und, und. Natürlich, wahre Liebe und wahres Glück kommt nicht vom Geld, das ist selbstverständlich so, aber es schadet auch nicht, wenn man sich gewisse Dinge leisten kann. Ich habe einen Gast da, er ist meiner Erachtens einer der weltbekanntesten Coaches überhaupt in diesem Bereich, und er spricht Deutsch, er kommt nicht ausnahmsweise aus Amerika, nein, er ist ein Deutscher und hat über 2 Millionen Menschen schon diesbezüglich trainiert. Ich bin froh, dass er heute da ist und mit uns über diese Geschichte spricht. Ganz herzlich willkommen, lieber Dirk Zahlmann. Schön, danke, dass du da bist. Danke. Ja, erfolgreich werden im Verkauf wollen wir alle. Eigentlich lernen wir das gar nie, weil wir haben eine Lehre. Und nach der Lehre müssen wir erfolgreich sein, aber so ein richtiges Handwerkzeug haben wir gar nicht gekriegt, oder? Richtig, ja. Verkäufer lernen das oft nie selber, sondern bringen sich das autodidaktisch bei. Und man denkt ja, man kann einfach verkaufen. Wenn ich hinter einem Produkt stehe, hinter dem, was ich verkaufe, sollte es einfach sein zu verkaufen. Aber genau wie in jedem anderen Beruf muss ich gewisse Dinge lernen, weil ich mit Menschen umgehe, wie ich mein Produkt am besten an den Mann bringen kann. Ja, also ich muss eigentlich auf den Menschen darüber eingehen können. Richtig. Intuitiv ihn richtig einschätzen. Richtig. Ja, absolut. Aber wie macht man das? Ja, da gibt es gewisse Rüstzeuge dazu, die wir beibringen, die wir in verschiedenen Online- und Offline-Kursen unseren Teilnehmern beibringen. Das Produkt auf der einen Seite so zu verstehen, dass man hinter dem Produkt steht, was man verkauft, aber auf der anderen Seite zu sehen, wo sind denn die Bedürfnisse des Kunden, damit ich mein Produkt auch anbringen kann. Das werden viele Verkaufstrainer, Verkaufscoaches schon bereits gesagt haben. Was ist aber der Vorteil? Der Vorteil ist, dass wir durch ein individuelles Lernprogramm auf dich abgestimmt dafür sorgen können, dass du in deinem persönlichen Verkauf besser wirst. Bedeutet, du musst in deinem Verkauf eine Zielgruppe, einen Ansprechpartner für dein Produkt haben. Wenn du ein Produkt hast, was jeder Mensch gebrauchen kann, musst du ihm nur zeigen, dass dieses Produkt seine Bedürfnisse lösen kann. Bedeutet, ich muss ihm etwas geben, wo er nachher zufriedener ist wie vorher. Wie kann man das erreichen? Im Grunde genommen ist ein Verkaufsgespräch nicht nur ein Informationsgespräch über ein Produkt, sondern wenn ich einen Menschen kennenlerne, wenn ich einen Menschen von einem Produkt überzeugen will, ist das so wie im privaten Leben auch. Wenn du im privaten Leben einen Menschen kennenlernst, gibt es 2 Möglichkeiten. Ich entscheide in einer sehr kurzen Zeit, mag ich diese Person oder mag ich diese Person nicht? Ist er mir sympathisch oder ist er mir nicht sympathisch? Dasselbe habe ich als Verkäufer auch. Je sympathischer ich rüberkomme bei möglichst vielen Menschen, desto mehr schaffe ich den Zugang, die Informationen über mein Produkt zu transportieren. Mhm. Wie erreiche ich das jetzt, sympathischer auf möglichst viele Menschen zu agieren? Da frage ich dich mal, was würdest du denn sympathisch an einem anderen Menschen grundsätzlich finden? Also ich habe mal gehört, der erste Eindruck ist das Wichtigste, also ein großartiges Lächeln. Der erste Eindruck halt, oder? Ja, der erste Eindruck, wie kommt man rüber? Ist man zufrieden, ist man glücklich? Ja. Und das hat genau was mit Selbstbewusstsein zu tun. Wenn ich ein sehr gut ausgebildetes und gesundes Selbstbewusstsein habe, bin ich attraktiv. Das strahlt mein ganzer Körper, meine ganze Gestik, all das, wie ich mit Menschen umgehe, strahlt das aus. Bedeutet, wenn ich einem selbstbewussten Menschen gegenüberstehe, zieht mich das attraktiv erstmal an, weil ich denke, irgendwas spüre ich da, irgendwas ist dahinter. Wenn ich also eine Aura, eine Gestik, eine Mimik von Selbstbewusstsein habe, macht mich das attraktiv. Dazu gehört zum Beispiel das Lächeln, dazu gehört aber auch die ganze Körpersprache, wenn ich sage, ich komme zu einem Menschen hin und ich wirke attraktiv, weil ich selbstbewusst bin. Genau dasselbe machen wir im Privatleben, wenn ich eine Person kennenlerne, die ich vielleicht attraktiv finde. Wie stelle ich mich dann dar? Ich würde ja nie sagen zu einer
Person, in die ich mich verlieben möchte, ich bin ein schlechter Mensch oder ich bin nicht erfolgreich, sondern ich versuche, die positiven Seiten von mir zu zeigen. Und das hat auch wieder was mit Erfolg und Selbstbewusstsein zu tun. Kreiere ich mehr Selbstbewusstsein in mir selber, strahle ich das nach außen hin aus. Und das macht mich oder das schafft mir die Basis, das Fundament, wie ich daraufhin dann Informationen über ein Produkt weiter vermitteln kann, um damit auch mehr Verkäufe zu erzielen. Spannend. Also jeder, der ein bisschen Probleme hat im Verkauf, muss an seinem Selbstbewusstsein arbeiten. Ja, und das ist ein wichtiges Fundament. Aber das ist noch heftig. Ich meine, weißt du, wenn du wieder eins auf den Kopf kriegst, oder der Kunde mehr weiß aus der Physik oder Wissenschaft, aus der Chemie und dich schlecht dastehen lässt, dann bist du wieder so klein, oder? Genau. Dann musst du, wie kriegt man das hin? Ja, das sind unterbewusste Affirmationen, die ich damit hinbekomme. Ich kann mit meinem Unterbewusstsein arbeiten, aber ich kann auch gezielt dafür sorgen, dass ich kleine Erfolge in meinem alltäglichen Leben habe und diese Erfolge mir vor Augen führe, damit mein Selbstbewusstsein wieder steigt. Mhm. Das kann sein, dass ich positive Erlebnisse schaffe. Wir haben zum Beispiel einen Positivkalender, den wir trainieren. Da kann jeder Mensch ohne Vorbildung innerhalb von 7 Tagen sein Leben verbessern durch Fortschritte und Selbstbewusstsein. Ich führe dadurch ein positiveres Leben. Ganz einfaches Tool, sollte man sich unbedingt anschauen, kann jeder innerhalb von 7 Tagen erlernen und wird merken, wie viel positiver er auf Menschen wirkt und wie viel selbstbewusster er auf Menschen wirkt. Ganz einfache Instrumente. Und damit, mit diesen Tools, mit diesen Werkzeugen, geben wir den Menschen etwas in die Hand, wo sie genau in solchen Situationen, wo sie gestresst sind oder Neins bekommen haben, direkt wieder einwirken können und daraus etwas Positives machen können. Mhm. Und genau diese Werkzeuge habe ich in den letzten 25, 26 Jahren entwickelt, die so einfach und effektiv sind, dass jeder Mensch sie in jeder Nation übernehmen kann und damit direkt innerhalb kürzester Zeit bessere Erfolge erzielen kann. Was ihr euch noch einzigartig macht, ist ja einerseits diese Sache, die du jetzt gerade erklärt hast, da müssen wir alle was tun auch. Eben diese 7 Tage, wir müssen an uns was arbeiten. Aber es gibt ja auch noch den bequemen Weg, wo man das eine mit dem anderen, nämlich dieses Unterbewusste, man kann heutzutage ja unseren Körper programmieren, auf erfolgreich zu sein. Erzähl mal ein bisschen darüber. Was macht ihr da noch in Ergänzung zu diesem System? Was wir noch machen, ist zu den Online-Kursen oder Offline-Kursen, die wir machen und den Werkzeugen, die wir den Leuten beibringen, um die jeden Tag zu verarbeiten und zu erarbeiten, auch fokussiert an dem Selbstbewusstsein zu arbeiten, nutzen wir eine neue Technologie, die automatisch als Gerät an deinem Körper dir Informationen sendet, um dein Unterbewusstsein auch dazu zu konditionieren, dass du selbstbewusster bist und mehr Erfolg auch in dem hast, was du da gerade tust. Bedeutet, durch dieses Gerät werden dir Informationen in den Körper gegeben, durch Transportation bedeutet, ich lege das mit Elektroden an meinen Körper an und dort wird mir immer wieder eine Information in mein Unterbewusstsein gegeben, immer wieder wiederholt, weil es dadurch verstärkt wird und weil das dadurch aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein geht. Unglaublich. Ich kann das selber machen, indem ich mir jeden Tag sage, ich bin erfolgreich, ich möchte diesen Verkauf machen, ich möchte selbstbewusster sein und ich möchte dieses Ziel erreichen. Aber das kann mir durch dieses Gerät automatisch im Schlaf, im ganz normalen Berufsleben durch dieses Gerät abgespielt werden. Und dadurch gibt es diesen Glaubensbestand dann auch im Bewusstsein. Ja, wenn ich es ja bewusst mache, dann bin ich immer da bei meinem kleinen Ich, wo ja nur ganz, ganz wenige Gedanken hat jeden Tag. Und wenn ich diese Affirmationen mache für mich, dann mache ich die vielleicht 5-mal hintereinander für 2 Minuten und fertig. Ja. Aber wenn es dann noch 23 Stunden und 58 Minuten am Tag ins Unterbewusstsein hämmert, dann habe ich mein ganzes Ich erfasst. Genau. Und das ist ja so schön, man steht vor einem großen Regal im Einkaufszentrum, weiß nicht, welches Getränk man nehmen will, aber alle nehmen das Gleiche. Ja. Weil hier genau dieses Unterbewusstsein kommt, oder? Genau. 100.000 Mal gesehen. Genau. Und dieses Unterbewusstsein ist auch sehr wichtig und kann sehr gut programmiert werden, kann also sehr gut auf meine persönliche Situation eingestellt werden. Dabei helfen wir natürlich, indem wir genau die richtigen Informationen auch in das Gerät geben, das dann an deinen Körper abgegeben wird. Aber genau darum geht's. Immer wieder, ohne dass ich es selber höre, wird mir diese Information abgespielt auf meinen Körper und mein Unterbewusstsein nimmt das auf. Das Unterbewusstsein nimmt es quasi für stundenlang auf
Und das ist dann wieder wie ein Gedicht oder ein Lied, was ich mehrfach hintereinander höre. Irgendwann weiß ich es auswendig. Habe ich es gehört, mehrere hunderttausend Mal gehört. Und genau das macht das Gerät mit unserem Unterbewusstsein, weil es immer wieder an den Körper abgegeben wird. Also im erfolgreichen Verkauf hast du gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist der Punkt Nummer eins. Ich habe immer auch noch ein bisschen das Gefühl, die Kompetenz und das Wissen über das Produkt selber ist ja auch noch wichtig. Ja. Ich meine, die Fakten und das, was er mir erklärt und ich sage auch noch eine gewisse Art von Begeisterungsfähigkeit, schätze ich auch an den Menschen, sodass ich sie dann wirklich, wirklich ernst nehme. Ja. Wie kann man das auch trainieren? Ja. Natürlich kann man das auch trainieren. Das heißt, die Information über das Produkt ist ein wichtiger Faktor. Natürlich sollte ich wissen, wie mein Produkt in dem Bereich einsetzbar ist. Und natürlich könnte ich das auch durch das Gerät trainieren, was wir haben, indem ich die Informationen über das Produkt auf dieses Gerät auflasse und mir ins Unterbewusstsein spielen lasse. Dadurch kann ich es natürlich auch erlernen. Das ist möglich. Mit dem Gerät kann ich auch eine Sprache erlernen innerhalb von 3 Monaten. Das ist auch möglich. Das heißt, alle Informationen können auch über das Gerät transportiert werden und werden mir dann durch das Unterbewusstsein in mein Bewusstsein reingegeben. Ja, das ist eben die Neurowissenschaft. Ja. Das ist unglaublich. Man müsste viel, viel mehr, wenn ich jetzt wieder eine Klammer aufmache, so mein Gedankengut, die Neurowissenschaft ist meiner Erachtens auch mit ein Schlüssel, dass wir gesund sind. Weil dieses Bewusstsein, wenn ich nur die Placebo-Nocebo-Forschung anschaue, wenn man sagt, man gibt hier ein Medikament, Opium, und gibt eigentlich Kochsalzlösung, dass einfach 9 von 10 Menschen keine Schmerzen mehr haben. Das ist die Realität, oder? Das Unterbewusstsein stürzt sich ja auch auf den Körperzustand, stürzt sich auf all das, was ich auch bin. Bedeutet, wenn ich 100 Mal am Tag höre, nein, mach das nicht, nein, mach das nicht, dann weiß ich irgendwann, nein, irgendwas soll ich nicht machen. Ja? Dasselbe kann ich aber auch mit ja machen. Ja, mach das, ja, mach das. Wenn ich das 100 Mal am Tag höre, mache ich ja auch genau das Richtige wieder dafür. Das bedeutet, dass durch das Unterbewusstsein wird mein bewusstes Handeln gesteuert. Und das lassen viele Menschen einfach unbearbeitet. Die kümmern sich da nicht drum, weil sie denken, ich muss erstmal in meinem Leben die Alltagsprobleme lösen oder die Alltagssituationen bewältigen. Nein, wenn ich das Unterbewusstsein aktiv trainiere, kommen in meinem aktiven täglichen Leben auch ganz andere Situationen auf mich zu, die dann dementsprechend gesteuerter sind. Absolut. Es gibt ja auch ganz viele Produkte auf dem Markt, die über so, sag jetzt mal, ein Multilevel-Marketing-System in die Welt hinausgetragen werden, wo man jetzt nicht irgendwo angestellt ist, sondern man ist sich selbst Herr oder Frau, selbstständig. Seien das Nahrungsergänzungsmittel, seien das moderne Informationsmedizingeräte oder weiß Gott was. Dieses MLM-Verfahren, um selbstständig erfolgreich zu sein, da muss man ja meiner Meinung schon ein bisschen auch geführt werden und gelenkt werden, dass man da erfolgreich nach außen tritt. Sind das auch Dinge, die eure Akademie letztendlich auch den Menschen erklärt und beibringt? Absolut. Gerade in diesem Bereich selbstständige Berater, selbstständige Verkäufer, gerade auch in dem Geschäft, wie man Vertriebsstrukturen aufbaut, da kommen wir her. Da sind wir Grundexperte drin. Das heißt, in der Akademie wirst du auch lernen, wie sind die ersten Schritte? Wie wende ich denn überhaupt mein Geschäft an? Wie kann ich in diesem Bereich Network Marketing die ersten Schritte begehen, so dass ich am besten dupliziere und am besten keine Fehler mache? Und genau dafür ist diese Online-Akademie auch da, um dir auch dort die ersten Schritte, die ersten hilfreichen Instrumente in die Hand zu geben. Was mache ich an meinem ersten Tag? Wie sollte ich selber auftreten in diesem Geschäft, so dass ich das Maximum an Ergebnissen rausholen kann? Und da haben wir eine Bandbreite an Informationen, die ich vorher wissen sollte und die ich für mich selber einsetzen sollte, um dann dementsprechend auch perfekt zu starten. Aber auch wenn ich bereits in dem Geschäft bin und noch nicht den Erfolg habe, den ich mir vorstelle, sollte ich diese Online-Akademie nutzen oder auch unsere Technologien nutzen, um dieses Wissen anzusetzen, um erfolgreicher in diesem Geschäft zu sein. Denn als Selbstständiger muss man jeden Tag selbstständig perfekt an sich arbeiten, um das beste Resultat herauszuholen. Und genau in diesen Situationen hilft die Akademie, um genau das richtige Wissen zu diesem Zeitpunkt bereitzustellen. Na, ich weiß ja noch aus einem anderen Interview mit dir, dass du im Januar noch eine Aufgabe nebenbei machst und innerhalb von, was sind das jetzt? Jetzt ist ja August, 8 Monate erst, hast du über 8000 Leute geschult für ein System, was eigentlich in der Medizin genutzt wird, ein Informations- und Frequenztherapiegerät,
wo man sich selbst überwacht und gleich auch therapiert. Mhm. Wie hast du das aufgebaut? Ich meine, letztendlich, das sind ja alles Leute, die müssen A, Selbstbewusstsein haben oder auch trainieren. Mhm. B, sie müssen das Produkt gut kennen. Mhm. Und ich weiß ja, die 8000 Leute sind jetzt erfolgreich. Mhm. So. Ich meine, sowas würde ich auch gern verkaufen. Also, wie macht man das? Wie kommen die Leute auf dich zu? Oder wie, kann man sich jetzt da auch integrieren in dieses System, wenn man sagt, hey, cool, wenn das 8000 Leute schon machen will auch, ja. Gibt es ja die Möglichkeit? Es gibt die Möglichkeit, sich natürlich immer in dieses System zu integrieren, weil es auch ein wahnsinnig interessantes Produkt ist und auch überall auf der Welt gut ankommt. Wir sind mit dem Produkt bereits in 37 Ländern seit 8 Monaten vertreten. Und wie sind wir dazu gekommen, den Bereich so stark aufzubauen? A, weil es ein sehr schnelles und einfaches Produkt ist, was man erklären kann, was viele Menschen brauchen. Aber auf der anderen Seite haben wir es geschafft, Multiplikatoren aufzubauen. In diesem Geschäft Network Marketing braucht man Multiplikatoren, die sehr schnell mit vielen Menschen in Kontakt treten und agieren können. Bedeutet, wir haben uns darauf konzentriert, starke Leute schneller und stärker in dieses System reinzubringen und auszubilden, damit sie sich schneller duplizieren können. Und das ist der Erfolg, mit vielen Hebelwirkungen an einem Projekt zu arbeiten. Und wenn viele Hebel daran arbeiten, ist das System sehr schnell stemmbar. Braucht man wahnsinniges Selbstbewusstsein. He? Und diese Leute werden jetzt auch immer wieder geschult durch die Zalman Akademie, sodass sie wirklich in ihrem Auftreten immer mehr Menschen ansprechen können. Weil ich kenne noch früher noch diese Tupperware-Partys, oder? Mhm. Wo man da wirklich zu Hause irgendwie 5 Nachbarn eingeladen hat, das Produkt vorgestellt hat, mit einer gewissen Begeisterung auch, weil es ja gut ist. Und letztendlich wurde es gekauft. Absolut. Und genau da setzen wir auch an, genau diese Leute immer wieder zu trainieren, immer wieder zu schulen. Man muss sich vorstellen, der Job des Verkäufers ist ja auch ein Job wie ein anderer Job. Oder ein Profifußballer, ein Profisportler. Die hören ja nicht irgendwann auf zu trainieren, sondern die werden jeden Tag trainieren, um immer wieder Höchstleistung oder Bestleistung zu erreichen. Genauso bei Verkäufern auch. Mhm. Wenn ich nicht viel trainiere, kann ich ja auch nicht erwarten, dass ich hohe Resultate bekomme. Mhm. Wenn ich viel trainiere, kann ich erwarten, dass die Resultate besser werden. Ist genau dasselbe Thema. Und bei diesem Thema ist es auch so, dass wir natürlich in diesem Network auch unsere Methoden anwenden, um die Leute zu trainieren, um die immer wieder zu verbessern und dort auch Profisportler und Profiverkäufer in diesem Bereich wieder auszubilden und das mit verschiedenen Technologien zu manifestieren. Und man muss sich immer bewusst sein, auch als Zuschauer zu Hause, wenn ich in diesem Bereich Verkauf tätig bin, ich arbeite mit Menschen. Menschen sind die Menschen, die nachher diesen Verkauf ausüben. Und man fragt sich ja immer, der eine Verkäufer hat Erfolg, obwohl er wenig Informationen über das Produkt hat. Oder der andere Verkauf ist innerhalb von kürzester Zeit passiert. Andere brauchen da viel länger für. Warum ist das so? Weil die den Weg gefunden haben, den Zugang zu den Menschen gefunden haben und ihn überzeugen konnten, dass das Produkt das Richtige für ihn ist. Mhm. Das ist wie, als wenn ich mich verliebe. Ja? Wenn ich mich verliebe, habe ich das, was ich dort erreiche, ist, ich mag, was ich sehe, wenn ich jemanden kennenlerne. Ich mag, was ich höre, wenn ich jemanden kennenlerne. Und dann geht meine Begeisterungskurve nach oben. Und wenn diese Begeisterungskurve ganz oben ist, genau dann sagt derjenige zu mir ja oder nein. Mhm. Ja, und wir wollen natürlich erreichen, dass auf beiden Seiten die Begeisterungskurve oben ist, der Kunde ja sagt und ich ein gutes Gefühl habe und der Kunde auch. Ich habe noch eine wichtige Frage, und zwar, wenn man jetzt das Bewusstsein anschaut und das Unterbewusstsein und man auf beiden gleichzeitig arbeitet, kriegt man jeden Menschen dazu, erfolgreich zu werden? Ja, man kann jeden Menschen dazu bekommen, erfolgreich zu werden. Wenn er gewisse Grundsätze und gewisse Werkzeuge ansetzt, kann jeder Mensch erfolgreich werden. Wir sind alle geboren worden und wir haben dann verschiedene Sprachen gelernt, weil wir eine verschiedene Muttersprache haben, aber die Menschen sind in diesem Bereich überall gleich. Denn wie ich mit anderen Menschen umgehe, wir sind soziale Wesen, wir möchten mit anderen Menschen umgehen und wie ich auf diese Menschen wirke, das hat was mit Erfolg zu tun. Mhm. Und genau das kann jeder Mensch trainieren. Mhm. Egal wie viel Vorbildung ich da habe, jeder Mensch kann sich ausbilden lassen, um besser und erfolgreicher zu verkaufen. Mhm. Das ist mit jedem Menschen möglich. In 3 Monaten kriegst du? In 3 Monaten kriegen wir das hin. Jemand, der will, erfolgreich hin. Ja, in 3 Monaten kriegen wir das hin.
Wenn ich das machen will, wo melde ich mich? Du meldest dich einfach bei zahlmannacademy.com an, ja. Hinterlässt deine Informationen und dann kriegst du Informationen, welchen Weg du begehen kannst, um ein besserer Verkäufer zu werden. Da gibt es dann Individualschulungen, Individualmodule, die dir an deiner Situation helfen oder eben auch die Technologie, die wir einsetzen, um dein Unterbewusstsein immer wieder auf diesen Bereich zu konditionieren. Super. Und da meldet sich jemand und dann legt man los, hä? Richtig. Bewusst und unterbewusst. In beiden Richtungen. Cool. Und dann wird es noch erfolgreicher. Super. Danke herzlich, lieber Dirk. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte hier noch eine große Klammer aufmachen, weil wir haben diese Sendung extra jetzt nur für Sie, für den Verkauf fokussiert. Aber wenn wir da ein bisschen resümieren und uns überlegen, was wir jetzt eigentlich gehört haben, wo überhaupt nicht nur fokussiert auf den Verkauf stattfinden, sondern das, was wir jetzt gerade erklärt haben, ist nämlich für fast alles möglich. Wenn wir wirklich mit unserem Unterbewusstsein, unsere Affirmationen, unsere Gedankenstrukturen einfach mal ein bisschen mit einer Hirnwasche rausspülen und gute Informationen, die wir gerne haben möchten, integrieren und einfach rein doktrieren über diese neurowissenschaftliche Kenntnis der Wiederholung, was in der Werbung schon seit Jahren gemacht wird. Sie kennen es, die Werbung macht ja nichts anderes als wiederholen, wiederholen und wiederholen. Können wir das eben auch mit guten Informationen machen, wo wir die Gesundheit selbstverständlich mit einbeziehen können. Wir können erfolgreich werden in allem, was wir tun. Wir können glücklich sein. Wir können eine erfolgreiche Partnerschaft haben. Wir können sie nicht selbst verhindern, diese erfolgreiche Partnerschaft. Es ist eigentlich alles machbar. Und das kann man alles in dieser Akademie erlernen und nicht nur fokussiert auf Verkauf. Das war mir noch wichtig, Ihnen hier gerne mitzuteilen. Also, lieber Dirk, danke fürs Nicken. Ich bin danke. Froh, dass du das auch so siehst, meine Zusammenfassung, weil das ist eine großartige Geschichte, weiß ich. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ich wünsche Ihnen Glück, ich wünsche Ihnen beste Gesundheit und alles Gute. Danke, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.